ganz großes Samstagswochenende mit Rabatten bis zu 35%. Hinter mir steht ein i30. Du bist der? Theo Schmidt. Hallo Theo, grüß dich. Ja, Klaus, dich kenne ich ja schon. Klaus Ibrajewski. Ja, du bist unglaublich scharf, immer vor die Kamera zu treten, aber ach, du willst toll, den Leuten toll unbedingt was sagen. Ja, yes, klar, klar. Am Samstag ist? Absolutes Sonderverkauf-Preisspecial. Wirklich, bei Auto Schumann, ja. Hyundai Schumann in genau der Gerhardstraße in 66115 Saarbrücken. So sieht's aus. So ist es. Klaus, du bist erlöst, du kannst gehen wieder. Darf ja ich wieder gehen? Du darfst wieder gehen, ja. Denn bis am Samstag. Ich habe nämlich den Thomas hier. Tschüss auch. Tschüss. Theo. Tschüss. So. Thomas, grüß dich. Ja, grüß dich, Sven. Ja, großes Special. Die Kollegen wollen echt nie vor die Kamera, oder? Ja, hast du mich schon mal gefragt? Nee, alles gut. Hier, schönes Beispiel, Tageszulassung. Anzahl der Kilometer, was hat er drauf? 10. 10, genau. Also kostet... Oh, ja. 17.990 Euro statt 24.340 Euro. Warum? Du, das sind die letzten Sondermodelle, beziehungsweise das war der Select. Das ist eine Tageszulassung und ja, alter Spruch, aber alles muss raus und so ist es auch bei uns. Die Tageszulassung ist von Anfang des Jahres, das Auto muss weg und er hat noch zwei andere, die auch weg müssen. Und so haben wir das über die ganze Modellpalette, was wir haben, haben wir überall so ein paar Modelle rausgepickt, die wir richtig drastisch reduziert haben. Und, ja. Ist das hier ein Schalter, Automatik? Das ist ein Schalter, ja. Der hat Rückfahrkamera drin, der hat Android Auto, Apple CarPlay, Sitzheizung. Elektronische Kupplung lese ich gerade. Ja, auch. Das ist in Verbindung mit diesem 48 Volt Mildhybrid. Okay, das heißt, der hat jetzt Elektromotor auch schon mit drin? Ja, so ein kleiner. So ein kleiner Elektromotor. Ja. Ansonsten gingen auch diese 5 Liter nicht, die wir eben gesehen haben, gell? Genau. Das ist so. Das heißt, der lädt sich immer wieder auf beim Bremsen. Ja. So, das ist jetzt ein Angebot, was ziemlich toll ist. Da ist der neue Bayon. Da ja auch ein tolles Angebot, 19.990 Euro. Ja. Der ist auch drastisch reduziert. Auch seine Brüder in anderen Ausstattungen haben wir auch ganz viele da in allen Farben. Also das ist jetzt auch ein Multibrid, 48 Volt. Ja. So, der kostet jetzt statt 24,45 19,990. Der hat jetzt Automatik? Der hat Schaltgetriebe, der hat LED-Licht, der hat auch Sitzheizung, Lenkradheizung, die ganzen schönen Sachen, die man von Hyundai kennt. Ja, Rückfahrkamera. Was heißt Kupplung elektronisch? Was heißt das? Der kann quasi automatisch in Segelmodus gehen, wenn es so ein bisschen längere Strecke bergab geht. Und dann kuppelt er quasi automatisch aus. Ach, das kenne ich. Das hat mein Bus vorher gehabt. Mhm. Der so, bald du vom Gas gegangen bist, fing der an und die Drehzahl ist dann ganz runtergegangen. Genau. Der schaltet den Motor wirklich komplett ab. Und sobald du irgendwas veränderst, Gas gibst, bremst, kuppelst, ist er wieder da. So, die haben trotzdem noch 5 Jahre Garantie, aber wahrscheinlich ab Erstzulassung, gell? Ab Erstzulassung, genau. So, die sind frisch zugelassen? Der ist noch gar nicht zugelassen, der ist neu. So, das ist aber Tageszulassung, ja? Genau, der ist schon ein bisschen länger, der ist, glaube ich, erst März, Mai, ich müsste es gucken, aber der ist ein paar Monate zugelassen, deswegen auch dieser wirklich drastische Preis. Wir haben hier immerhin 35% drauf. Also. So, da ist er, der neue Tucson. Ja. Auch der ist in der Sonderaktion am Samstag? Auch der ist in der Sonderaktion, also bei diesem einen Modell gibt es jetzt zum Angebotspreis noch Satz Winter Kompletträder mit dazu, auch im Wert von 1125 Euro. So, und der kostet, wie er hier steht, 29.990 Euro für einen ausgewachsenen SUV mit Multibrid. Und da sieht man das also ganz schön, statt 34.760 CO2-Effizienzklasse B, 5,9 Liter. Das ist natürlich 1663 Kilogramm, ein ausgewachsener SUV, das ist aber nicht der größte, oder? Nee, der größte ist unser Santa Fe. Ja, genau. Der ist gar nicht viel teurer, den kann man uns gleich mal angucken. Mhm. Ihr habt ziemlich viele Volumenmodelle, hier sind wir vor einem i30 Kombi, ja. Läuft immer noch wie geschnitten Brot. Ja, Kombis immer, das ist ja im Prinzip der einzige Kombi, den wir noch haben, nachdem der i40 nicht mehr im Programm ist. Er ist aber auch fast so groß, wie der i40 vorher war, also der hat den quasi komplett ersetzt. Mittlerweile. Sagen wir auch mal 19.990 Euro. Also man kann wirklich sagen, für um die 20.000 Euro kriegst du hier ein Ausstattungspaket. Leder mit drin, Lenkradheizung. Also Leder-Lenkrad, ja. Stoffsitze, aber Leder-Lenkrad. Aber Lenkradheizung, genau. Ist mit drin, Lenkradheizung? Ja. Mal wissen, dass ich irgendwas sage, was überhaupt noch richtig ist hier. Ich gucke mal gerade, 5,0 Liter, auch hier 48 Volt Technik mit drin. Das heißt, ein kleiner Elektromotor, der ein bisschen schiebt, bringt so um die 8-10% Spritersparnis? Also ich sag's mal, in Liter macht es ungefähr 0,3, 0,4 Liter aus, in der Praxis jetzt.
Ja. Aber das bist du so ungefähr in dem Bereich, ja. Ist das zu merken, wenn man fährt, der Elektromotor? Du merkst das beim Anfahren, also der ist ja ein Turbomotor. Und bevor der den Ladedruck wirklich aufgebaut hat, schiebt der kleine Elektromotor mit und das fühlt sich einfach agiler an. So, hier haben wir euer Volumenmodell, der Kona, 18.590, also für das Geld 5 Jahre Garantie. Ich glaube, da kannst du nichts mehr sagen, oder? Das ist ja auch schon ein SUV, ne? Wenn du es so nimmst. Der hat eine ordentliche Ausstattung, hat auch seine Sitz- und Lenkradheizung drin. Einstiegshöhe ist höher? Einstiegshöhe ist höher als bei einer normalen Limousine. Ja. Aber tiefer als bei den großen SUVs. Also ist auch, es sind viele ältere Menschen, die das Auto lieben, weil sie halt nicht steigen müssen oder aus dem Auto rausfallen und können ganz bequem sich reinsetzen. Ist auch sehr, sehr kompakt von der Größe her. Also auch immer noch ein schöner City-SUV. 5,2 Liter Benzin, das sind ja Werte, die noch vor 10 Jahren undenkbar waren. 5 Liter Benzin, überleg mal, da ist aber jetzt High-End-Technik drin, Elektromotor mit drin, Turbo, Dreizylinder. Ja genau, Dreizylinder Turbo, 1 Liter Hubraum und die haben ganz ordentlich Drehmoment für die kleinen Motörchen. Das liegt so etwas über 170 Newtonmeter und das Auto ist ja nicht so schwer, also die harmonieren schön miteinander. So, auch das wird am Samstag kommen, 16.990 Euro. Ja. Der i20 Edition 30, das sind 30 Jahre Hyundai oder was sind das? 30 Jahre Hyundai Deutschland, das ist ein Jubiläumsmodell. Wir haben aber noch einen i20, der vom Preis-Leistung her noch einen Ticken interessanter ist. Der hat nämlich noch mehr Ausstattung drin und kostet noch weniger. Wo denn? Wo steht er? Das ist der weiße, gerade wenn du einmal nach rechts rüber schwenkst, da kommt der. Da haben wir auch noch ein paar Autos da in verschiedenen Farben. Morgen. Da ist er, kostet 16.490 Euro. Ja. Das Ganze am Samstag beginnt wann, um wie viel Uhr? Das beginnt samstags ab 10 Uhr, geht bis 16 Uhr und ja, solange Vorrat reicht. 21.550 Euro Liste und kostet jetzt 16.490. Der hat auch diesen Multibrid, also noch einen Elektromotor mit dazu, 4,4 Liter. Ist das realistisch? Kannst du hinkriegen, ja. Also ich fahre in der Praxis, ich habe mir als Dienstwagen gehabt, ich fahre in der Praxis zwischen 5 und 5,5 Liter, da ist aber auch viel Stadtverkehr mit dabei. Also 4,4 kriegst du hin. So, der hat auch 5 Jahre Garantie. Der hat natürlich jetzt schon jede Menge Extras mit drin. Das heißt, du kriegst da kein nacktes Fahrzeug. Der hat elektrische Fensterheber natürlich, Colorverglasung. Ja, der hat Colorverglasung. Der hat eine Klimaautomatik, auch eine Sitz- und Lenkradheizung. Der hat ambientes Licht im Innenraum, auch diesen Mild-Hybrid mit drin. Du hast Einparkhilfe hinten mit Kamera, Android Auto, Apple CarPlay. Also richtig gute Ausstattung. Sehr schön. Aber jetzt kommt es noch viel besser. Ihr habt auch den IONIQ 5 mit 8 Jahren Garantie, 100% elektrisch. Das ist ja mal ein Auto, oder? Das ist im Moment eins unserer Flaggschiffe, ja. Der hat die Branche schon wieder in Richtung E-Mobilität aufgewirbelt und absoluter Renner im Moment, ja. Da sind sie, Hyundai IONIQ 5 und das Ganze ja mit A+ CO2-Effizienz und 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das ist WLTP. Und ja, hier ist auch die große Batterie drin, 72,6 Kilowattstunden. Geht noch mehr eigentlich? Nee, das ist Maximum aktuell. Ja, und die elektrische Reichweite 430 Kilometer. Das ist schon sehr, sehr praxisnah, muss man sagen, WLTP, oder? Ja, die schaffen in der Praxis sogar, je nach Fahrbereich, wo du fährst, sogar noch mehr. Und bei ihm geht es zuerst die Allrad-Variante. Wenn du den als Heckantrieb holst, kommst du sogar auf 488 Kilometer. Also noch ein bisschen mehr, weil der wahrscheinlich leichter ist. Und genau, braucht weniger, also hat nur einen Motor dann. Der hat ja Doppelmotor und der braucht einfach ein bisschen mehr Strom. Also, großes Event am 25. 25. September, genau, bei Autos. Hier, bei Autos Schumann. Der Samstag beginnt um wie viel Uhr? Der beginnt um 10 Uhr. Ja. Und doch, ein Kaffee? Es gibt auch einen Kaffee oder ein Glas Wasser, klar, gibt es bei uns immer. Das gab früher mal ganz, ganz viel. Ich sag mal im Moment, aus der heutigen Sicht dürfte ja jetzt nicht das ganz große Buffet auffahren. Ne? Nee, das wäre, denke ich mal, in der aktuellen Zeit nicht wirklich zeitgemäß. Und wir beschränken uns einfach auf die Aktionen in dem Fall. Und ja, gut essen kann man auch zu Hause. Aber hier gibt es günstige Autos. So ist das. So, da haben wir einen Aktionspreis. Das ist jetzt der Santa Fe. Genau, auch Santa Fe ist es in dem Fall auch ein Hybrid. Und auch eine hohe Ausstattung, nicht die allerhöchste. Gibt also hier die Signature-Ausstattung, das ist der Prime. Also, sorry,
Du hast alles an Technik drin, was es für den Sander 4 gibt. Der hat auch die Rundumkamera drin, der hat die Ledersitze drin, Sitzlüftung, elektrische Verstellung mit Memory-Sitzen. Mehr geht nicht. Nee, nee. An Technik auf jeden Fall nicht. Statt 63.790 Euro. Wir haben ja eben noch ein Auto getestet. Da gehen wir gleich mal kurz raus. Das zeigen wir auch mal, denn da haben wir ein eigenes Video zugedreht. Der neue Staria. Genau, unser neuer Luxus-Van. Ja. Ist da, auch da, bitte gucken. Kombiniert 1,5 Liter. Das ist jetzt ein Plug-in-Hybrid, ein echter Plug-in-Hybrid, gell? Ein echter Plug-in-Hybrid. Der hat auch über 60 Kilometer elektrische Reichweite, auch reell zu erreichen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, man kann ihn auch nutzen. Ich habe jetzt gesehen, Mercedes-Benz, 100 Kilometer, Plug-in-Hybrid. Das ist so der Trend, geht so mehr und mehr, weil die Leute es auch wirklich nutzen. Ja. Die stecken abends das Ding in die Steckdose und sehen meistens die Tankstelle gar nicht mehr. Ja, das, du kannst also auf den täglichen Fahrten, wenn du im Schnitt fahren wir am Tag zwischen 30 und 50 Kilometer, das kannst du elektrisch zurücklegen mit so einem Plug-in-Hybrid. Das geht, da sparst du Sprit. Ist neu von der Optik die Länge von dem Auto? Die Länge ist bei 4,77 Meter aktuell und es gibt auch nur noch eine Länge beim Santa Fe. Es gab früher mal Grand Santa Fe mit 7 Sitzen, dann den kleinen mit 5 Sitzen. Bei ihm haben wir jetzt alles in einem Chassis. Also 5- und 7-Sitzer sind außen identisch. So, der Ioniq, schon fast ein Klassiker, ein Oldie. Ja. Im Vergleich zu dem, was kam, aber den gibt es auch noch nicht so lange. 3 Jahre jetzt, glaube ich. Ja, ich glaube 4 Jahre jetzt mittlerweile, ja. Das war unser erster. Der ist immer noch ein elegantes Auto mit einem sensationellen CW-Wert. Also von der Effizienz her gibt es aktuell noch nichts, was rankommt. Das muss man wirklich sagen. Ja, tolles Auto. Auch hier 14.000 Euro Sonderaktion. Das sind meistens Tageszulassungen dann? Er nicht. Er ist ein Vollelektro. Deswegen ist es dort mit der Tageszulassung schwierig, weil dann würde die Prämie verfallen, beziehungsweise wir hätten müssen ein halbes Jahr halten. Insofern hast du aber hier, wenn die Prämie abgezogen ist, also das ist der Preis, was dich das Auto komplett kostet, wenn du die Prämie beantragst bei der BAFA, bekommst sie ausgezahlt, kostet der dich 25.290 Euro. Mit 8 Jahren Garantie? Mit 8 Jahren Garantie. Mit Navi drin, also mit einer richtig ordentlichen Ausstattung. Kein Basismodell. Echt? 25? Ja. 92. Das ist aber mein Eigenanteil, ist da schon reingerechnet. Da ist drin der Teil, den der Hersteller zahlt, ist alles mit drin, gell? Da ist alles mit drin, genau. Aber ich kriege das ja nicht direkt zurück, sondern ich muss ein bisschen warten auf die Auszahlung, so 2-3 Monate. Aktuell ja. Also je nach Anfragevolumen, was die BAFA bekommt, aber so um die 8 Wochen kannst du im Moment rechnen. Ja, alle natürlich A+, wie sich das Ganze gehört. Und ja, Sonderaktion, wie lange wird das noch gehen mit den Sonderaktionen? Läuft das irgendwann aus oder haben die es gerade verlängert? Die Sonderaktionen laufen, solange der Vorrat reicht. Und teilweise verschiedene Zulassungsaktionen sind bis Ende September, dann laufen die aus. Und also am besten, es sind aber auch nicht mehr so viele Autos da. Also ich gehe davon aus, dass nach dem Samstag dann das schon wieder ganz anders aussieht vom Bestand her. Ja, hier ist ja euer kleiner Stadtflitzer, der i10. Das ist ein ganz beliebtes Fahrzeug für Leute, die auf kleinem Fuß leben möchten, in jeglicher Hinsicht ein echter Fünftürer. Ja. Aber vom Plot her 3 Meter, was hat er? 3,60 Meter? Etwas über 3,70 Meter, ja. So ist es. Also sehr, sehr klein, sehr schick, viel Komfort. Ja. Also das war früher ja mal so, ich sag mal, das Brot- und Butter-Auto mit wenig Komfort. Mittlerweile muss man sagen, ihr habt da richtig zugelegt in den neuen Modellen. Ja. Auch innen drin jetzt fast alles drin, was man so erwartet. Das Ganze nicht mehr so kleinwagenmäßig, ne? Nee, du, das ist also auch ein Auto, was angedacht wurde, wenn jemand in die Stadt zieht und möchte sich verkleinern von seinem anderen Auto aus Platzgründen, dass er nicht zu viel Komforteinbuße hat. Und dafür ist das Auto top geeignet. Ja, vom Preis her auch ein echter Kracher, also nicht nur für Pflegedienste, sondern das ist ein Auto auch mit 5 Jahren Garantie? Genau, 5 Jahre Garantie ab Erstzulassung, ohne Kilometerlimit und auch ebenfalls bis um 3 Jahre mit Anschlussgarantie erweiterbar. Ja, 12.990 Euro, allerdings Edition 30, das heißt, der hat richtig viel Ausstattung. Zum Beispiel, was hat er drin? Der hat zum Beispiel Sitz- und Lenkradheizung, der hat Tempomat drin, das Notruf-E-Call-System haben die mittlerweile alle drin. Wir haben eine Apple CarPlay Android autofähiges LED-Licht auch? Radio. Nee, LED-Licht haben wir nicht. LED-Tagfahrlicht hat er drin, genau. Also die Optik vorne ist schon schick. Ja. 4,5
4,8 Liter, dafür braucht aber kein Elektromotor, ne? Für die 4,8. Der E10 kommt ohne aus, der hat ein niedriges Gewicht und der ist hier generell schon sehr günstig eingestuft. 1068 Kilo, auch das jetzt am 25. September 2021 in einer Aktion. Könnt ihr mal vorbeikommen am Autohaus Schumann hier an der Gerhardstraße. Ja, der Kona Hybrid, wir haben ein großes Video über ihn gemacht. Eingeschlagen wie eine Bombe, 0,5% Versteuerung als Dienstwagen. Ist für viele ein Argument, oder? Ja, schon, auf jeden Fall. Wobei, er ist kein Plug-in-Hybrid. Also da muss er aufpassen, der hat... Rainer, genau. Der Plug-in-Hybrid hat, da kommt das hin, aber der Kona ist ein normaler Hybrid. Also da haben wir den Vorteil nicht, aber wir haben ein super sparsames Auto. Ist aber jetzt kein Mild-Hybrid, sondern ein echter Hybrid. Das heißt, also vergleichbar mit Toyota zum Beispiel, genau. Prius und so. Genau. Also das heißt, sieht man auch am Spritverbrauch. 4,3 Liter hat der als Benziner. Ich weiß, der normale Kona, ich habe ja mal einen gefahren, also ich weiß nicht, welchen ich hatte genau. Der kam so auf 5,8 Liter ungefähr. Das war auch schon okay. Gut, ich habe auch immer gut Gas gegeben, muss man sagen. Aber das hier ist schon phänomenal, also für knapp über 4 Liter. Ja, der Vollhybrid, der hat einen Elektromotor mit über 40 PS drin. Der kann auch mal den Motor abschalten und rein elektrisch fahren zwischendurch. Aber du brauchst ja nicht laden, also kann man auch von außen nicht laden. Das macht ja alles von selbst. Vollautomatisch. Ist übrigens Automatik, Stichwort, alle Hybridfahrzeuge haben immer ein Automatikgetriebe. Also auch das ist für viele nochmal ein Kriterium, muss ich sagen, das ist interessant. Ja. Was ist jetzt da als Plug-in-Hybrid? Was habt ihr da im Moment bei Hyundai? Als Plug-in-Hybrid haben wir den Ioniq, dieses alte Modell, wo wir vorher waren. Wir haben den Tucson, wir haben den Santa Fe. Tucson, Santa Fe und Ioniq, genau. Die drei als Plug-in-Hybrid. Ja. Und reine Elektrofahrzeuge, Ioniq? Da haben wir den Ioniq 5 und auch den Kona. Und jetzt, last but not least, kommen wir gehen mal raus. Da ist er, der Staria. Bitte gucken, eigener Film haben wir gedreht. Ein ganz neuer Wurf. Genau, das ist unsere, ja, ich sage mal so schön, unsere neue Business Class. Das ist ein Luxus-Van zum komfortablen Reisen. Also das ist wirklich ein Cruiser. Da willst du ja gar nicht mehr raus aus dem Auto. Ja, ein großes Video gemacht, dreiviertel Stunde sind wir gefahren. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, denn ich finde das Design phänomenal. Er hat 7 Sitze drin, hat Leder, er hat Business, oder? Genau. Das ist also, ich bin noch nie im Flugzeug Business Class gereist, aber wenn ich es so mal sehe, das erinnert mich alles daran. Hat Liegesitze mit drin, also ja. Man kann Schlafsitze, würde ich fast sagen, also wie wirklich in einem großen Reisebus ist das da mit drin. Und gut, das Fahrzeug hat ein Gewicht von 2,5 Tonnen. Ja. Das ist so, aber es ist ein echter Siebensitzer. Das heißt, wenn man den natürlich auch mit 7 Personen fährt, dann ist das pro Person natürlich ein ganz anderes Gewicht. Ja klar, aber immer noch ein sehr, sehr komfortables Fahrwerk dann. Da bist du über 3 Tonnen im Prinzip im Schnitt. Ja. So, und da ist Ioniq 5. Ganz tolles Auto, so sieht er von hinten aus. Wir haben ihn ja gezeigt. Ja, 25. September, wir sind im Autohaus Schumann, euch gibt es schon wirklich sehr lange, über 30 Jahre. Ja, also wir sind über 40 Jahre am Markt und seit über 30 Jahren mit Hyundai als Vertragshändler und hier in Burbach auch alteingesessene Firma. Ihr habt unglaublich investiert in Servicetechnik, ja. Und so weiter. Ihr sucht aktuell wirklich jede Menge Leute, männlich, weiblich, divers, also ja. Aus allen Bereichen. Ruhig melden, also ihr sucht unter anderem Servicetechniker. Wir suchen Servicetechniker, wir suchen Serviceassistenten, wir suchen Bürokaufleute, wir suchen Wagenpfleger. Alles in männlich, weiblich, divers, alles. Die hier denn sind. Alles denn bewerben. Ihr verkauft immer mehr Autos, muss man sagen. Ihr wachst stetig. Was spricht für Schumann? Du bist ja auch bei Schumann. Ja, das ist zum einen gutes Service. Das sind die Chefs, die beiden, die sind Burbacher. Man kennt sich hier. Wir haben einen hervorragenden Ruf, was die Qualität der Gebrauchtfahrzeuge betrifft. Die sind alle dreifach gecheckt, bevor die rausgehen. Und ihr habt Garantie auf die Autos. Wir haben hier eine Leihwagenflotte, also wenn ihr das Auto zur Inspektion bringt, könnt ihr gegen geringen Obolus einen Leihwagen zum geringen Kosten zu Eigenkosten haben. Ist der Chef nett? Der Chef ist ein guter, klar. Ja, ihr habt auch ganz neu, unglaublich viel Geld investiert in eine nagelneue Waschstraße. Ja. Die ist richtig gut. Ich traue mich gar nicht durchzufahren. Ja gut, das ist eine reine Textilwaschanlage, also auch wirklich lackschonend. Die ist auf dem neuesten Stand der Technik. Und die wird auch täglich ganz stark beansprucht und ist schon richtig kräftig im Einsatz. Also sie wird gerade gewartet? Ja. Ja, ist es. Und da vorne hast du die Prüfstraße, die ist auch neu, genau. Nagelneu. Da könnt ihr wirklich, also wenn der Prüfer kommt, alles prüfen? Da können wir alles prüfen. Wir machen normale Hauptuntersuchungen, Eintragungen, also ist alles machbar. Abgastester gleich mit dabei, das ist speziell reine Prüfstraße hier. Ja, kommt vorbei.
Autos Schumann am 25. September, geht los um 10 Uhr. Es gibt auch einen Kaffee und Wasser, wie ich erfahren habe. Ja. Und demnächst vielleicht auch wieder was zu essen, ja. Denn das war immer phänomenal. Es gab immer, es gab einen Eintopf, es gab mal Brötchen und so weiter. Das kenne ich aber im Moment pandemiebedingt nicht. Aber komm vorbei, tolle Preise. Nicht nur du, Thomas, sondern auch der Kollege Theo und? Und der Kollege Klaus und der Kollege Lukas, wenn er da ist, unser Neuzugang vor ein paar Jahren. Nee, also wir sind, die ganze Mannschaft steht bereit, freut sich auf euer Kommen und wenn wir jetzt noch schönes Wetter bekommen, alles prima, aber das können wir leider nicht beeinflussen, den Rest schon. So ist das, ja, vielen Dank fürs Einschalten. 25. September, großer Tag der offenen Tür am Samstag, geht los um 10 Uhr mit ganz vielen Sonderpreisen beim Autohaus Schumann. Tschüss!